So, und herzlich willkommen zu Let's Play OMSI 2 Folge 434. Wir sind heute unterwegs auf der Autobahn-Map und fahren im Mercedes-Benz O530 Citaro Ü mit zwei Türen und einem ZF-Getriebe von Bingen-Österberg nach Juliansburg, und zwar zum dortigen Gymnasium. Auf der Autobahn-Map waren wir schon mal mit dem Setra S300 13UL unterwegs gewesen. Das ist ja ein Reisebus. Und das hier ist ein Überlandbus, und ich bin der Meinung, der eignet sich genauso gut für diese Autobahnfahrt und ist ja auch sehr, sehr gemütlich. Und ja, genau. Zwei Türen hat er, ZF-Getriebe und einen Euro 2 Motor. Da sehen wir auch hier Euro 2 und Kennzeichen AB für Autobahnmap, TP für Team Pictures und 2017 für das Jahr, in dem wir uns gerade befinden. Und ja, auch hier ganz schön, dass das hier auf der Plakette mit drin ist. Ne? Ja, ich würde sagen, wir machen mal hier alles an. Müssen auch Licht anmachen und im Fahrgastraum natürlich auch. Ne, so, oder? Das nimmst du gar nichts, ne? Aber ist auch toll. Also ich finde, für diese Überlandstrecke ist das doch der geniale Bus, finde ich. Ne? Und auch hier vorne, wenn man hier auf diesem Strebersitz sitzt, ist das auch alles gut. Wir schmeißen mal an, ne? Ich bin der Meinung, der Bus, der klingt fabelhaft. Ah, habt ihr das Heulen schon gehört? Ich liebe das. Ist das nicht das Schönste, was es gibt? Oh, und es blinkt ganz schnell. Das heißt, irgendwas ist kaputt. Oder auf der anderen Seite? Ja, hier scheint irgendwie ein Relais kaputt zu sein. Ich lasse das jetzt einfach so. Das ist ja auch mal realistisch, dass mal was kaputt geht. So. Ah ne, wir fahren Juliansburg zum Gymnasium. So, liebe Leute, kommen Sie bitte rein. Hallo. Och Mann, jetzt bin ich so stolz, dass ich hier bin und du kommst hier und nervst mich. Heizung, ja. Wie warm ist denn das hier drin? 15 Grad, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Dann kümmere ich mich ein bisschen darum. So, und dann müssen wir auch schon los. Viel Zeit war nicht. Jetzt geht die Post auch schon ab. Und wir müssen hier ein bisschen aufpassen mit querenden Fußgängern. Wieso sage ich eigentlich querenden und nicht querenden? Bin wahrscheinlich gerade noch so ein bisschen, ja, wie sagt man, geflasht von den Geräuschen, die der Motor von sich gibt. Ah, ist das schön. Ja, das Relais, das ist wirklich ein bisschen kaputt. Normalerweise zeigt das ja an, dass irgendwas an der Beleuchtung nicht rechtens funktioniert. Soweit ich weiß, funktioniert da alles ganz gut. Weswegen. Was ist das denn? Ja, jetzt zeigt mir ein Werkstattsymbol an. Aber wir können, wenn ihr dann vielleicht besser sehen könnt, hier das Licht im Cockpit anmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut findet oder nicht. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen besser. Das wäre jetzt vielleicht so ein Angebot meinerseits. Ja, mein, weil ich dachte mir, wir fahren einmal abends, wir sind immer bei Tag gefahren. Und bei diesem Fahrplan ging es leider nicht anders, als dass wir jetzt so fahren, wenn die Sonne richtig untergeht. Weil der Fahrplan hier nur jede halbe Stunde oder so geht. Und vielleicht schaffen wir es auch heute, dass wir uns nicht verfahren, ne? 800 Meter haben wir schon. Würde mich mal richtig interessieren, wie weit die Strecke eigentlich ist.
Na, ich mach's, wenn es noch dunkler wird, mache ich wieder die Beleuchtung an. Aber ich lasse das erstmal so. Das hat ja auch Flair, dass man hier nur so den Tacho und alles sieht, was beleuchtet ist. Ach, ich liebe das. Echt, ich kann davon nicht genug kriegen. Am liebsten hätte ich im Auto gerne auch ein ZF-Getriebe. Und ich habe ja schon gesagt, vielleicht verfahren wir uns heute nicht. Ich habe gerade, weil ich hatte einen Fehler hier auf der Map, bin immer einmal oben mit der F4-Ansicht abgeflogen, ob alles funktioniert. Und da habe ich mich doch schon wieder verfahren. Oder besser gesagt, verflogen. Da bin ich nämlich genau wieder in die falsche Richtung auf der Autobahn abgefahren. Wie beim letzten Mal. Da dachte ich echt, das kann doch nicht wahr sein. So, nur weil ihr hier so langsam fahrt, muss ich ja nicht auch so langsam fahren. Ey, das macht die Leute bestimmt kirre hier, dieses Geblinke. Das ist aber... Ja, das ist ein bisschen abnormal, wa? Ja, und dann ist ja hier der Citaro Ü. In meinen Augen ein wunderschöner Bus hier für diese Strecke. Eignet sich, finde ich, perfekt. Gerade weil er ja ein Überlandbus ist und eigentlich hier so, gut auf der Autobahn eigentlich nicht, aber eigentlich hier so auf längeren Strecken unterwegs ist eigentlich. Ah ne, die Beleuchtung scheint so nicht richtig zu sein. Na, so ist es besser. So haben auch wir hier im Cockpit so ein bisschen Beleuchtung. Merkt ihr das? Das ist nur hinten, aber so haben wir richtig... Genau, hier ist so... Hier ist, na, das ist zu hell, aber hier genau so ist genau richtig. Das ist doch super, oder? Moment, muss ich mal aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendwie schon vorbeigefahren sind. Ich fände das echt toll, wenn wir uns heute nicht verfahren. Das wäre so der Hammer, das könnt ihr gar nicht glauben. Und wir fahren einfach mal 80, ne? Ja, ich weiß eigentlich, darf ich jetzt rechts nicht überholen, aber ich fahre 80. Was haben wir schon? 3,2 Kilometer? Das ist ja schon viel, ne? Das kam mir gar nicht nach so viel vor. Stell dir mal vor, wir sitzen jetzt hier in so einem Bus, ne? Total gemütlich. Ich finde, das hat so eine richtig gemütliche Atmosphäre. Man sitzt hier gemeinsam mit den Leuten. Und wenn man die dann kennt, dann ist das natürlich noch schöner und kann sich so ein bisschen unterhalten, während man eben nicht blöd rumsitzt, sondern durch die Gegend gefahren wird. Das hat doch richtig Charme. Kann man hier zu viert sitzen, sich da unterhalten. Dann hat man hier schon gleich 5 Kilometer zurückgelegt. Hier ist ein Rastplatz. Der ist auch als Einstiegspunkt vorhanden auf der Karte. Das heißt, da könnte ich mich jederzeit hinsetzen, aber das macht in meinen Augen ein bisschen wenig Sinn. Eieiei, das ist ja hier volle Möhre jetzt, ne? Kinderwagenwunsch, Rollstuhlrampe, das ist ja hier volles Programm heute. Das ist ja hier... Schlimmer geht ja schon gar nicht mehr, wa? Noch mehr Wünsche kann man ja echt nicht mehr haben, ne? So. Oh, die Bullen. Die Polizei. Oh, oh, oh. Das muss man mal sagen. Dann ist Polizeikontrolle, ne? Und dann kommt hier so ins Fenster. Ja, guten Tag, das und das bitte. Und dann sagt man zuerst zu seinem Beifahrer, Scheiße, die Bullen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Gott. Wollen wir schnell wegfahren? Das musst du mal bringen wahrscheinlich. Nehmen wir dich dann mit oder so. Oh. Was macht ihr denn hier? Meine Güte. Jetzt sag bloß, die stehen ja schon alle an der Tür. Ei, ei, ei. Haben die sonst noch nichts zu tun?
Die Fahr... Also rechts überholen geht ja gar nicht, findet ihr auch, ne? Also, stellt euch mal vor, ich würde das jedes Mal machen. Das wäre ja undenkbar. Ne? So, ich muss aufpassen. Ich muss mich jetzt richtig doll konzentrieren, damit wir uns jetzt hier nicht verfahren. Oh, jetzt geht's in den Tunnel. Das, wie gesagt, nennt man dann Tunnelblick, ne? Wenn man so wie wir jetzt hier in den Tunnel blickt. Ha, ha, ha. War das ein lustiger Witz, ne? Ne, wir sind die Map ja schon mal gefahren im Setra. In die eine Richtung und... Mann, was macht ihr denn hier für einen Driss? Oh. Kirre bei dem schnellen Geblinke. Stell dich mal vor, das wäre jetzt hier der C2G und da hätte man noch so ein nerviges, so einen extrem nervigen Blinkerton, ja? Da ist man ja fast suizidgefährdet danach. Das wären ja undenkbare Zustände. Ne? Finde ich. Nein, aber, doch, ja, doch, ist er so. Ich finde dieses Geräusch beim C2G, dieses Blinkergeräusch, also wenn es leise ist, okay, aber wenn das so laut ist, dann ist das wirklich in meinen Augen unerträglich. So ein Klickern ist, finde ich, bei einem Blinker optimal. Es gibt auch noch andere schöne Töne, das ist ja nicht so ein Klickern, sondern eher so ein Pluppern, so ein Klackern. Ihr merkt, ich kenne mich aus, ne, alleine diese Fachsprache schon wieder. Und ich sehe, wir haben Verspätung. Ich muss mal ein bisschen auf die Tube drücken. Auch den Blinker hier bei dem Bus finde ich sehr angenehm, aber es gibt andere Töne nee, das geht gar nicht. Ich erinnere mich noch dran an Icarus. Da war eine Folge, da sind wir, glaube ich, auf Essen gefahren. Das war ja ein so unerträglicher Ton. Da hat man ja schon Kopfschmerzen gekriegt, als man da aus der Haltebucht rausgefahren ist. Das war ja überhaupt nicht tragbar, ne? Da dachte ich schon mal, man wollte irgendwie das Gehör mit Absicht schädigen, ja? Also das geht ja gar nicht. Ach, guck mal, der ist bei 85 abgegrenzt. Das ist ja eigentlich auch in Ordnung. Dann können wir hier voll durchtreten und da, wo er abgegrenzt ist, dann ist es in Ordnung. Brauche ich gar nicht mehr 80 halten, wie so ein Depp. Ja, die Leute, die stehen da jetzt hinten. Schon bereit zum Aussteigen, aber gut, ich habe denen ja nicht gesagt, die sollen sich da schon mal hinstellen. Dann machen die ja freiwillig. Und gleich haben wir schon 10 Kilometer, das denkt man gar nicht, ne? Und wir sind ja erst seit 13 Minuten dabei, sonst schaffen wir in einer Folge oder in einer Aufnahme nie so viel, weil wir ja nur die Stadt fahren. Ständig anhalten, hier sind wir ja schon jetzt seit über 10 Kilometern gleich permanent unterwegs. Wir sind perma unterwegs. Wir sind Perma-Traveler, weißt du? Das ist ein Begriff, ne? Ich bin Perma-Traveler. Fachbegriff. Weil ich die Frage... Der Bus ist ja eigentlich nicht dafür gedacht, dass er jetzt hier die ganze Zeit nur über die Autobahn rödelt, ne? Aber das muss der abkönnen. Der wird jetzt mal hier so ein bisschen gefordert. Hört ihr, wie der schwere Diesel arbeitet? Ich finde auch die neuen Diesel, die klingen irgendwie so verweichlicht. Ich weiß nicht, aber... Das ist wirklich so. Die klingen so... So nach Plastik irgendwie. So ein richtiger älterer Diesel, der nagelt da richtig wie so ein Presslufthammer da, ja. Ja gut, jetzt im übertragenen Sinn, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und die neuen Diesel, die klingen immer so zimperlich und so niedlich und... Und das klingt gar nicht so richtig ernsthaft, obwohl das ein Diesel ist. Also das ist ja auch eine tolle Abfahrt hier, ne? Ich stelle mir vor, da kommt hier so ein Unwissender mit Tempo 284 angeschossen und dann gibt es hier, ja, so eine Kurve eben, ne? Juliansburg, wo fahren wir denn hin? Fahren wir nach Juliansburg?
ist denn diese, Mensch? Juliansburg, genau, okay. Jetzt brennen uns ja gleich noch die Glühbirnen. Ein Begriff, ne? Die Glühbirnen. Ne, die Glühbirnen brennen uns gleich durch. Ach. Deutscher Sprache ist sehr schwerer Sprache. Was ist das denn jetzt? Ist doch rechts vor links Abbieger, das gibt's doch nicht. Ups. Was eigentlich auch mal ganz nett wäre, wenn man, wenn man hier sich den Bus wie bei Euro Truck Simulator so modifizieren könnte, ne? Neues Lenken. Ja, wobei, das kann man bei Bussen ja eigentlich nicht so richtig, aber vielleicht so Sitzbezüge. Ja, wobei, dafür gibt es Repaints. Aber so eine Art wie bei Euro Truck Simulator, das wäre ja eigentlich mal was. So eine Art, Eurobus-Simulator, so ein Fernbus-Simulator wäre was Feines. So wirklich auf Basis von Euro-Truck-Simulator, weil das ist ja wirklich schon ein super tolles Spiel. Ich meine, es gibt zwar auch den Fernbus-Simulator. Den kenne ich jetzt nicht ganz genau. Aber ich denke mal, das wäre ja mal was, wenn es auch auf ETS-Basis mal was gäbe. So, ne? Vielleicht zusätzlich.